Ja, sehr geehrte Medienschaffende, liebe Regierungsratskollegin Nathalie Rickli, lieber Regierungsratskollege Mario Fehr, geschätzte Anwesende, ich begrüße Sie herzlich zu dieser Medienkonferenz und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Offenbar ist das Thema immer noch uneingeschränkt aktuell. Ich möchte heute auch begrüßen die Kantonsärztin Christiane Meier und den Leiter des Covid-19-Sonderstabs, den Kommandant Bruno Keller. Wir haben vor einem Monat unsere neuen präventiven Massnahmen bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie vorgestellt und Ihnen in Aussicht gestellt, dass wir in einem Monat wieder Stellung nehmen würden. Das ist jetzt der Fall. Der Regierungsrat hat an der gestrigen Sitzung besprochen, wie der Kanton Zürich in den nächsten Wochen weiterfahren wird. Grundsätzlich Folgendes. Der Regierungsrat ist zufrieden mit der Entwicklung der letzten Woche. Im Kanton Zürich haben Stand jetzt die Zahl der Neuansteckungen können stabilisiert werden. Wir haben im Moment einen Wochenschnitt, der bei 58,4 Neuansteckungen pro Tag liegt. Die Lage ist aber labil und die Krise noch lange nicht ausgestanden. Und es stehen die Herbstferien mit Reise- und Rückreiseverkehr an. Auf die allgemeine Situation auch von der Pandemie und ihre Entwicklung wird dann meine Kollegin Nathalie Rickli noch genauer eingehen. Meine Damen und Herren, das Massnahmenpaket, das der Regierungsrat beschlossen hat, scheint zu greifen. Wir können heute aber nicht sagen, welche Massnahmen sich wie auswirkt. Wichtig, das haben die vergangenen Wochen gezeigt, ist der konsequente Vollzug und eine gute Kontrolle bei den Schutzmassnahmen. Nur wenn das Schutzkonzept und die beschlossenen Massnahmen auch konsequent umgesetzt werden und eingehalten, erzielen sie eben eine Wirkung. An dieser Strategie wollen wir weiterhin festhalten. Zentral ist auch ein gut funktionierendes Contact Tracing. Auch da hat sich bestätigt, dass wir mit einem Ausbau von unseren Kapazitäten die richtige Entscheidung getroffen haben, um auch Spitzen bei den Neuansteckungen abzufangen. Geholfen hat aber auch das Verhalten der Zürcher Bevölkerung. An dieser Stelle möchten wir einmal mehr den Zürcherinnen und Zürcher danken, die sich während der letzten Woche an die Massnahmen der Regierung gehalten haben und mitgeholfen haben. Wir wollen unter anderem auch die Situation im Kanton Zürich so stabilisieren, dass wir Anfang Oktober wieder Grossveranstaltungen zulassen können. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt. Aufgrund der jetzigen Situation und nach den Rückmeldungen vom Covid-19-Sonderstab hat der Regierungsrat an der gestrigen Sitzung entschieden, die geltenden Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie bis Ende Oktober 2020 fortzuführen. Es gilt also weiterhin eine Maskenpflicht in den Läden und Einkaufszentren. Außerdem müssen Gastrobetriebe Kontaktdaten erheben. Es werden aber auch ein paar Anpassungen und Änderungen vorgenommen. Die erste wäre folgende: In Gastronomiebetrieben, Bars und Clubs können künftig in Innenräumen neu bis zu 300 Personen anwesend sein. Es gilt aber auch für alle Personen dann eine Maskenpflicht. Das ist eine Massnahme, die man mit den entsprechenden Betrieben und Verbänden auch so besprochen hat. Mit dieser Regelung wird den betroffenen Unternehmen ermöglicht, ihre Betriebe wieder einem grösseren Personenkreis zugänglich zu machen. Im gesamten Innen- und Aussenbetrieb dürfen aber weiterhin gleichzeitig höchstens 300 Personen anwesend sein. Das ermöglicht den geregelten Betrieb auch während der kälteren Jahreszeit. Und das Zweite, in den letzten Wochen, Sie haben darüber berichtet oder das zur Kenntnis genommen, ist es in der Stadt Zürich zu Infektionen im Prostitutionsgewerbe gekommen. Weil Personalien von den Freien nur vereinzelt oder mangelhaft erhoben worden sind, ist ein Contact Tracing praktisch unmöglich gewesen. Um das künftig zu verhindern, sind sämtliche Anbieter von Prostitution künftig zu verpflichten, Kontaktdaten von Freier zu erheben und vorher auch noch zu verifizieren. Ich gebe jetzt gerne das Wort weiter an Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli. Danke vielmals, Frau Regierungspräsidentin, geschätzte Medienschaffende, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer vom Livestream. Sie haben es gehört,
Der Regierungsrat hat am 24. August Massnahmen präsentiert, weil die Fallzahlen im August stark angestiegen sind. Und wir können feststellen, dass die Massnahmen Resultate zeigen. Während wir im Juni nur vereinzelte Fälle hatten, sind die Fallzahlen im Juli und August stark angestiegen. Und wir haben an einem Spitzentag, nämlich am 26. August, 118 Neuansteckungen zu verzeichnen. Das war der Rekordwert seit dem Frühling. Silvia Steiner hat es gesagt, gestern haben wir im 7-Tages-Mittel 58,4 Fälle zu verzeichnen gehabt. Und dieser Wert hat sich auch über den letzten Monat gesehen, in den letzten zwei Wochen können stabilisieren. Ich kann es Ihnen schnell vorlesen, in der Kalenderwoche 36, immer Stichtag ist am Montag. Am 31. August haben wir im 7-Tages-Mittel noch 69,7 Fälle gehabt. Am 7.9. 70,1 Fälle, am 14.9. 67,3 Fälle. Und am 21.09., das war der Montag, 59,9 Fälle. Und wie Silvia Steiner gesagt hat, sind wir gestern bei 58,4 Fällen gewesen. Ich glaube, das zeigt gut, wie sich das entwickelt hat über die letzten zwei Wochen und wir wirklich können von einer Stabilisierung der Fallzahlen reden im Kanton Zürich. Man kann auch sagen, die Inzidenz von 60 Tagen vor der Einführung im Kanton Zürich von der Massnahmen ist hier pro Tag im Schnitt 3,7% gewachsen und ist jetzt leicht gesunken. Das ist auch interessant für Sie, wenn Sie da mal einen Vergleich anstellen mit den anderen Kantonen. Ziel der Massnahmen, die der Regierungsrat am 24. August beschlossen hat, konnten somit erreicht werden. Und wie Silvia Steiner gesagt hat, es gibt nicht den einen Grund, den wir Ihnen präsentieren können, sondern es ist das Gesamtpackage. Es sind Massnahmen auf der einen Seite, es ist das Verhalten der Bevölkerung und es sind sicher auch Kontrollen, wo Mario Fier nachher noch detailliert darauf eingehen. Die Entwicklung der Fallzahlen gibt jedenfalls einen klaren Hinweis, dass die eingeschlagenen Massnahmen vom Kanton Zürich stimmen. Und die angeordneten Massnahmen haben offenbar das Infektionsgeschehen im Kanton nicht nur direkt, sondern auch indirekt beeinflusst. Mir fällt besonders auf und es freut mich auch, dass die Leute zum Beispiel vermehrt Masken anhaben, dort wo sie es auch nicht müssten. Früher haben sie sich vielleicht nach dem Ausstieg aus dem ÖV haben sie die Masken schon abgezogen. Und heute, ich denke, das ist auch wegen unseren Massnahmen, sind sich die Leute viel mehr bewusst im Gedränge, wenn man zum Zug aussteigt, wenn man die Rolltreppen aufgeht, sie kennen das ja alle. Wenn es auf der Straße eng ist, wenn man den Laden verlässt, immer mehr Leute haben Masken an und sind so selber eigentlich noch eigenverantwortlicher geworden. Auch ich danke allen Zürcherinnen und Zürchern, die so gut mitmachen. Mir ist natürlich bewusst, dass es Personen gibt, die Mühe haben mit Masken. Es gibt vereinzelt Leute, die das medizinisch nicht tragen können, zum Beispiel mit Panikattacken. Und diese Leute sollen selbstverständlich ein medizinisches Attest bekommen. Es darf aber unter keinen Umständen Missbrauch betrieben werden, das auch an die Adresse von Ärzten. Wenn wir Hinweise haben, gehen wir dem konsequent nach. Man darf politisch auch das Maskentragen hinterfragen, man darf auch hinterfragen, ob die Massnahmen der Regierung, der Behörden richtig sind. Wir haben eine Meinungsäußerung und auch eine Medienfreiheit in unserem Land. Das ist also völlig berechtigt. Hingegen muss ich sagen, die Leute, die keine Maske anlegen wollen, aus irgendwelchen Gründen, wenn sie nicht medizinisch sind, für die gelten die Regeln trotzdem. Sie müssen eine Maske anlegen, wenn sie zum Beispiel in Läden gehen. Ich möchte auch sagen, dass wir im Kanton Zürich eigentlich vergleichsmässig wirklich wenig präventive Massnahmen haben, die trotzdem nützen. Wenn Sie das mit anderen Kantonen oder auch international vergleichen, was ist der kleine Preis, den wir zahlen? Masken anlegen, Abstand halten etc. Aber wir haben alle Freiheiten. Wir können ins Restaurant, wir können ins Theater, wir können ins Kino, wir können in Sport. Schauen Sie mal, wie sich Zahlen im Ausland entwickeln, wo es wieder lokale Lockdowns gibt, wo es Polizeistunden gibt etc. etc. Ein Aspekt, der in der Medienberichterstattung und vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung noch zu wenig zur Geltung kommt, ist, dass Masken auch vor Quarantäne schützen. Masken schützen ja bekanntlich vor der Verbreitung von Tröpfelinfektionen, wie eben am Coronavirus. Sie schützen aber eben auch vor Quarantäne. Das Contact Tracing Team tut ja mit jedem positiven Fall die Kontaktpersonen abklären und unser Team tut dann im Detail abklären, wo sind die Leute, mit wem in Kontakt waren. Und wenn die Wirtschaft jetzt unsere Massnahmen teilweise kritisiert, das ist ja nur teilweise, muss man sagen, muss man auch entgegenhalten, dass die Leute weiter arbeiten können, wenn sie konsequent eine Maske angehaben oder dort, wo es keine Pflicht gibt, mindestens die nötige Abstand eingehalten worden ist. Sei das in der Bäckerei, sei das im Shop, sei das in der Physiotherapie, sei das in der Massage, sei das in der Schule, wenn die Lehrer konsequent Masken anhaben oder sei das zum Beispiel auch im Restaurant. Also Leute, die das konsequent umsetzen, müssen nicht in Quarantäne. Das ist auch eine wichtige Botschaft, die ich Ihnen heute noch mitgeben möchte.
Wir haben es gehört, die Situation ist weiterhin volatil im Kanton Zürich, was unserer Meinung nach auch Massnahmen rechtfertigt zum Weiterführen. Trotz der Stabilisierung der Zahlen sind wir auch auf der Gesundheitsdirektion gefordert. Weiterhin, der Leiter der Covid-Taskforce vom Bund, Martin Ackermann, hat es letzte Wochenende im Interview eigentlich auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, zurzeit gehen wir mit dem Skalpell gegen Corona vor, im letzten Frühling brauchen wir dafür eine Axt. Unserer Meinung nach ist eigentlich Skalpell im Kanton Zürich Contact Tracing. Die Regierungspräsidentin hat es gesagt, das funktioniert im Kanton Zürich momentan sehr gut. Wir haben momentan 250 ausgebildete Contact Tracer im Einsatz, bestehend vor allem aus Mitarbeitern von der Flughafenpolizei und medizinischen externen Partnern, die wir einen Auftrag gegeben haben. Jeden Tag sind in zwei Schichten 50 Personen effektiv im Einsatz, zwischen dem Morgen um 6:30 und am Abend um 9:30. Das System funktioniert also. Das Team ist auch in der Lage, mehr als die 100 vom Regierungsrat vorgehenden Fälle pro Tag im Moment zu bewältigen. Mittels SMS, E-Mail und Telefon werden infizierte Personen und ihre Kontaktpersonen sehr schnell erreicht, nämlich innerhalb von 2,5 Stunden nach Meldungseingang bei der Gesundheitsdirektion wissen Kontaktpersonen, dass wir mit ihnen Kontakt aufnehmen bzw. dass sie im Moment in Quarantäne müssen, bis wir die Details mit ihnen eben abgeklärt haben. Es gibt auch immer wieder Fragen zum Contact Tracing. Ich gebe Ihnen die Nummern, die man anrufen kann, wenn man Fragen hat dazu, wenn man betroffen ist. Das ist nämlich 044 543 67 67. Sie sehen, wir sind sehr dienstleistungsorientiert im Kanton Zürich, auch was Contact Tracing betrifft. Das Contact Tracing ist aber nur so schnell, wie Zürcherinnen und Zürcher sich auch bei Symptomen testen lassen. Wichtig ist, das Contact Tracing kommt immer erst danach zum Zug, wenn nämlich schon jemand infiziert ist. Wir haben festgestellt, dass diese Woche im Kantonsrat ja von Anfragen präsentiert, verschiedene Medien haben darüber berichtet, dass im Durchschnitt Personen erst eigentlich nach 2,5 Tagen nach Symptombeginn sich testen lassen. Darum ist sicher auch unser Aufruf, gehen Sie sich, wenn Sie Symptome haben, wirklich schnell testen lassen. Und wenn wir beim Testen sind, kann man sagen, das spielt im Kanton Zürich auch bei der Bekämpfung jetzt von Corona eine wichtige Rolle. Letzte Woche haben sich 15'000 Personen testen lassen. Vorletzte Woche waren es über 19'000 Personen gewesen. Das ist der absolute Spitzenwert, den wir haben im Kanton Zürich, seit es Corona gibt. Zwei Drittel davon lassen sich bei Ärztinnen und Ärzten, also frei praktizierenden Ärzten, testen. Und der andere Drittel in den Zürcher Spitälern. Wichtig ist auch unsere Botschaft heute, Ihre erste Anlaufstelle, wenn Sie Symptome haben, wenn Sie Fragen haben, ist Ihr eigener Hausarzt. Die zweite Anlaufstelle ist das Ärztefonds vom Kanton Zürich, 0800 33 66 55, wo Sie sich beraten lassen können. Und natürlich haben wir im Kanton Zürich sehr viele Spitäler mit sogenannten Teststrassen, wo Sie vorbeigehen können. Triemli, KSW, Uster, Limmatal, die Uni Zürich via Unispital, das Unispital selber noch. Affolter, Männedorf und Zollikerberg, aber auch das Seespital Kispi oder Hirslande bieten Tests an. Im Moment langen die Kapazitäten, aber natürlich bereitet sich die Gesundheitsdirektion auch vor, jetzt im Hinblick auf Herbst-Winter. Wir sind dazu in einem engen Austausch auch mit dem Bundesamt für Gesundheit. Wir erachten es als sinnvoll, dass wir eine gemeinsame Strategie verfolgen in der ganzen Schweiz. Aber natürlich sind wir auch wir sind da sehr genau dran. Unser Ziel ist, Engpässe beim Testen zu vermeiden, aber auch den wirtschaftlichen Schaden betreffend Quarantäne und Isolation möglichst zu vermeiden. Und darum ist es wichtig, dass der Bund im Moment, das Bundesamt für Gesundheit, die bundesrätliche Taskforce, schaut im Moment, was gibt es für eine Evidenz, was gibt es für Daten, dass man Quarantäne allenfalls verkürzen kann. Es stehen verschiedene Forderungen im Raum. Sage ich das von Reisenden, sage ich das von der Wirtschaft, und es ist wichtig, dass die Frage geklärt wird. Stand heute haben wir aber noch keine Evidenz, dass wir an den Quarantänemassnahmen etwas ändern können. Der Regierungsrat vom Kanton Zürich ist aber natürlich, würde das sehr begrüßen, wenn man Quarantäne verkürzen kann. Aber zuerst müssen wir die Daten evaluieren, und da arbeiten wir auch beim Bund darauf hin. Sie sehen, die Gesundheitsdirektion, dem Regierungsrat geht die Arbeit nicht aus in den nächsten Wochen und Monaten. Geniessen Sie also, liebe Zürcherinnen und Zürcher, liebe Journalisten und Journalistinnen, die Freiheiten, die Sie haben, mit diesen wenigen, wirklich wenigen pragmatischen Massnahmen im Kanton Zürich, die offenbar nützen. Vielen Dank. Ich übergebe das Wort an Mario Fehl. Ja, geschätzte Frau Regierungspräsidentin, Frau Gesundheitsdirektorin, meine Damen und Herren hier bei uns und zuhause an den
Bildschirm in der Redaktionsstube. Guten Morgen miteinander. Ich glaube, das Fazit ist, dass die Entwicklung insgesamt ermutigend ist. Wir haben seit einer Woche unter 60 Neuinfektionen. Es ist stabil, es ist konstant. Das, was wir gemacht haben, zusammen mit der Zürcher Bevölkerung, zeigt einen positiven Einfluss. Die NZZ hat heute geschrieben, Zürich bringt die zweite Welle unter Kontrolle. Es wäre schön, wenn das so ist. Ich finde die Analyse insgesamt noch verfrüht, aber ich glaube, es zeigt einen Trend auf. Was wichtig ist, ist, dass von nichts nichts kommt. Und ich glaube, neben diesen konkreten Massnahmen, die wir jetzt verlängern, teilweise modifiziert haben, ist ein ganz zentraler Punkt die konsequente Anwendung, der konsequente Vollzug mit regelmäßigen Kontrollen. Die Zahlen sind wirklich eindrücklich und ich glaube, das unterscheidet uns wirklich auch von anderen Kantonen. Wir tun die Anordnungen, die wir treffen, die Massnahmen, die wir beschliessen, vorschlagen, auch durchsetzen, und zwar konsequent. Wir haben seit dem Ende der außerordentlichen Lage, und wir meint alle, die involviert sind, Vertreter vom Amt für Wirtschaft und Abgaben, von der Gesundheitsdirektion, von den verschiedenen Polizeien, von der Kantonspolizei, im Kanton Zürich seit dem 19. Juni 2020 über 3000 Schutzkonzepte überprüft, von Restaurationsbetrieb, Club, Läden, Veranstaltungen. Wir haben innerhalb von diesen 3000 Schutzkonzept, 3008 sind es heute ganz genau, 709 Mängelfeststellungen gemacht. Das ist ganz wichtig, also etwa jede vierte Überprüfung hat einen Mangel offenbart und die Mängel werden dann behoben. Und die Leute sind sehr kooperativ, ohne dass man viel strafen. Die kommen dann auf das zurück. Wir haben seit dem 4. August über 40'000 Flugreisende, Kontaktdaten von über 40'000 Flugreisenden aus Corona-Risikogebieten erfasst, über 10'000 allein vom Kanton Zürich. Sie wissen, dass wir das in enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Bund machen. Wir haben auch Quarantäne überwacht. Wir haben allein seit Anfang August fast 1300 Kontrollen durchgeführt, 130 davon in der letzten Woche. Das alles passiert in einem Vertrauensverhältnis mit den Leuten, die wir kontrollieren. Die Stadthalter haben bis jetzt wenig Verzeihungen ausgesprochen, insgesamt 23, 14 wegen Missachtung der Quarantänepflicht, 6 wegen Missachtung der Meldepflicht und 3-mal sind die Auflagen zu einem Schutzkonzept dann wirklich nicht umgesetzt worden. Wir glauben, dass wir den Vollzug und Kontrolle vorbildlich machen und dass sich die Haltung auch auszahlt. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, dass wir keine Hüst- und Hot-Politik machen, obwohl sie das manchmal auch als Journalisten immer wieder anmahnen. Und es macht dann auch Vergnügen, manchmal alte Artikel wieder vorzuholen. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen in der Vorbereitung auf die Pressekonferenz einen Artikel von der NZZ gefunden, vom 21. Juli, mit dem Titel «Auf Schlingerkurs im Corona-Sommer». Also von der gleichen NZZ, die heute fast ein bisschen kreuzzugmässig gegen die Maskenpflicht in den Läden antritt. In dem Artikel, wo ich wirklich bemerkenswert finde, steht, der Regierungsrat hat jetzt die Gelegenheit, die Scharte noch auszuwetzen. Und unten steht dann auch noch, an dem Montag, am 20. Juli, sind 15 neue Ansteckungen passiert. Also gestern haben wir 61 neue Ansteckungen gehabt. Die Fallzahlen sind höher als damals und eigentlich hat die Antwort der NZZ dann selber gegeben. Obwohl längst klar ist, dass die Masken in geschlossenen Räumen ein sinnvolles Präventivmittel sein können, scheut die Regierung den Entscheid. Sie können das vergleichen mit dem heutigen Kommentar und Sie werden feststellen, es gibt auch auf den NZZ-Redaktoren unterschiedliche Meinungen und wer halt auch immer schreibt. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen kontinuierlich, vertrauensvoll mit der Bevölkerung zusammenarbeiten. Wir können nicht jede Woche etwas anderes erzählen und wir machen es auch nicht. Dass wir die Massnahmen, die jetzt getroffen worden sind, richtig sind, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Sie sind vor allem auch darum richtig, weil jetzt dann noch ein Element dazukommt. Ab 1. Oktober werden wir wieder Grossveranstaltungen im Kanton Zürich haben. Auf die freuen wir uns. Wir freuen uns darauf, dass wieder mehr möglich ist an kulturellem, an sportlichem
Leben und ein Blick, für mich ein schmerzvoller Blick in die englische Fußballwelt, zeigt, dass das nicht überall möglich ist. In England sind jetzt gerade Fußballspiele wieder abgesagt worden, das bedauere ich, aber da sind es möglich. Wir wollen die Veranstaltungen ermöglichen. Wir haben bis gestern Abend 11 Gesuche für Veranstaltungen mit über 1000 Personen. 6 davon haben den Sport betroffen, 4 Kultur, da ist die Jodi zuständig, 1 Veranstaltung Bildungsdirektion. Ich kann sagen, dass im Profisportbereich alle bis jetzt eingegangenen Gesuche geprüft worden sind und Bewilligungen erteilt worden sind durch die zuständige Direktion. Das bin ich. Wir haben ein Heimspiel von ZSC Lions im Hallenstadion, EHC Kloten in der Swiss Arena Kloten, EHC Winterthur in der Zielbau Arena und Winterthur und Heimspiel von FCZ und GC, unglücklicherweise immer noch im letzten Rund, aber das ändere ich dann vielleicht mit dem nächsten Sonntag können genehmigen. Und ich muss diesen Vereinen ein Kompliment machen. Das Management, wie sie auf uns zugegangen sind, wie sie die Schutzkonzepte vom Bund umgesetzt haben, die klar sind, 2/3 dürfen beleidigt werden. Es gibt auch dort eine Maskenpflicht, das haben sie sehr professionell gemacht. Die Zusammenarbeit ist vorbildlich. Und das Interview, das heute Morgen der wirklich grandiose CEO von der ZSC Lions abgeht, dass sie das eben auch durchsetzen. Genau das wollen wir auch und auf das werden wir auch schauen. Und wenn es ihnen gegenüber, glaube ich, auch klar macht, dass wir es auch wollen, durchsetzen. Also Sie sehen insgesamt, dass wir kontinuierlich, entspannt, verlässlich die Massnahmen umsetzen, dass wir auf eine sehr gute Kooperation in der Regierung selber können zählen, dass wir auf eine sehr gute Kooperation mit den Zürcherinnen und Zürchern können zählen. Und ich möchte einfach mal allen ganz herzlich danken, die auch all die Kontrollarbeiten auf sich nehmen. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem, der im Kanton Watt Verantwortung trägt. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied ist wirklich das Contact Tracing, das einfach funktioniert da, ist aufwendig, ist mühsam, aber funktioniert. Und was wir beschliessen, vollziehen wir auch. So bin ich zuversichtlich, dass wir im nächsten Monat Stück für Stück ein Stück Normalität zurückkommen können. Und auf das freue ich mich. Besten Dank und ich darf das Wort meiner hochverehrten Regierungspräsidentin zurückgeben. Ja, lieber Mario, danke vielmals. Lassen Sie mich als Bildungsdirektorin zum Schluss ganz kurz noch 2 Informationen aus dem Bildungsbereich da mitteilen oder platzieren. Zur Volksschule. Wir haben seit den Sommerferien von insgesamt 160'000 Schülerinnen und Schülern 79 Kinder, die positiv getestet worden sind. Von diesen rund 16'500 Lehrpersonen sind es 53 gewesen. An den Zürcher Mittel- und Berufsfachschulen sind seit Schuljahresbeginn von 70'000 Schülerinnen und Schülern 112 positiv getestet, von rund 5'000 Lehrpersonen 2, plus 1 Mitarbeiterin von einer Schule. Es handelt sich in diesen Schulen also eigentlich immer nur um Einzelfälle, aber von den Quarantänemassnahmen sind dann ganz viele Kinder und Jugendliche betroffen. Dem Umstand begegnen die Schulen mit Anpassungen der pädagogischen Konzepte, die gerade bei kleineren Kindern auch einen grösseren Abstand ermöglichen. Und die Lehrpersonen sind darauf sensibilisiert, dass sie auch untereinander den nötigen Abstand einhalten und die Schutzkonzepte befolgen. Damit wir den Schulbetrieb auf der Schulstufe Sek 2 möglichst aufrechterhalten können, auch während der Wintermonate, machen wir im Schulbereich in der Sek 2 ab Oktober darum eine leichte Anpassung. Wir werden in den Kursen, wo Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen teilnehmen, die Sicherheitsmassnahmen erhöhen. Bei diesen Kursen müssen die Sitzplätze entweder durch Plexiglasscheiben getrennt oder die Schülerinnen und Schüler müssen generell eine Maske tragen. Und nicht wie sonst nur in speziellen Unterrichtssituationen, wo man sich besonders nahekommt, wie zum Beispiel in einem Praktikum. Außerdem können Schülerinnen und Schüler, die verkältet sind, von den Lehrpersonen angehalten werden, im Unterricht dann eine Maske zu tragen. Es muss uns auch in der kälteren Jahreszeit gelingen, den Vollbetrieb in den Schulen können aufrechtzuerhalten. Die bevorstehende Grippesaison verunsichert viele Eltern, aber auch Lehrpersonen. Und der Grundsatz gilt, kranke Kinder sollen daheim bleiben. Der gilt immer, nicht nur jetzt.
Jetzt möchten wir gerne die Schulen und die Eltern in dieser Frage unterstützen, wenn ein Kind den Unterricht besuchen darf und wenn nicht. Und um das möglichst gut zu machen, tut die Bildungsdirektion in Absprache mit den Fachärzten und dem BAG ein Merkblatt erarbeiten. Das ist ein Ablaufdiagramm mit dem richtigen Vorgehen bei Verdachtsfällen und soll mehr Sicherheit vermitteln. Es ist vorgesehen, dass das Ablaufschema, das Ablaufdiagramm den Schulen in einem sogenannten Leitungszirkular rechtzeitig von der Herbstferien zur Verfügung zu stellen. Basierend auf dem sind dann die Schutzkonzepte, falls notwendig, anzupassen. Nur zur Erinnerung, ein Leitungszirkular, das sind die Weisungen und Anordnungen und Richtlinien, Empfehlungen vom Volksschulamt ab Volksschulen. Noch ein Wort zu den Kitas. In der letzten Woche hat der Kanton über 750 Gesuche bearbeitet, die von Krippen und Hort eingegangen sind. Die Gesuche sind von Trägerschaften von Kindertagesstätten, Hort- und Tagesfamilienorganisationen eingereicht worden. Die Einrichtungen haben ja im Frühling während dem Lockdown grosse finanzielle Einbußen erlitten und können Ausfallsentschädigungen geltend machen. Der Zeitplan vom Bund war sehr anspruchsvoll, aber wir konnten alle Gesuche in der vorgegebenen Zeit abwickeln. In mehr als der Hälfte dieser Fälle konnte schon eine Ausfallsentschädigung ausgezahlt werden und wir konnten den Fahrplan, den der Bund vorgegeben hat, einhalten. Bis zum Stichtag am 16. September 2020 hat der Kanton Zürich über Ausfallentschädigungen in der Höhe von gut 21 Millionen verfügt. Die Gesuche so schnell zu bearbeiten, ist auch mit sehr grossem Aufwand von Seiten des Kantons verbunden gewesen. Ich möchte allen Mitarbeitenden in den Volksschulen, Mittel- und Berufsfachschulen, in den Kitas und in den Hort ganz herzlich für ihr riesiges Engagement danken. Wir haben das Ziel, dass die Kinder und die Jugendlichen möglichst normal ihren Alltag leben können und in die Schule gehen können. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, die Massnahmen, die wir Ihnen heute vorschlagen, sind präventive Massnahmen. Sie ermöglichen den Fortgang des gesellschaftlichen Lebens mit moderaten Einschränkungen und sie beeinträchtigen die Wirtschaft in zumutbarer Weise. Die Regierung wird den eingeschlagenen Weg weiterführen. Das Massnahmenpaket, das jetzt vorliegt, ist wieder zeitlich befristet. Wir wollen wieder einen Monat abwarten, um zu schauen, wie die Massnahmen greifen und dann selbstverständlich auch prüfen, welche Massnahmen noch angebracht und angemessen sind. Die Zürcher Regierung hat immer gesagt, dass wir so viel Schutz wie nötig und so wenig Einschränkungen wie möglich wollen. Die Balance müssen wir immer wieder aufs Neue finden. Wir müssen flexibel bleiben und die Situation genau beobachten, wie sich die Covid-19-Situation entwickelt, wenn das Wetter kälter wird und die Menschen wieder vermehrt sich in den Innenräumen aufhalten. Das wissen wir noch nicht. Wir müssen uns aber auch weiterhin an die eigentlich banalen Regeln halten, also Abstand und Händewaschen und uns gemeinsam dafür einsetzen, dass wir die Situation im Griff behalten können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, bitte. Vielleicht eine Frage zum mögliche Testzentrum am Flughafen. Es war in den Medien kürzlich davon, dass man erwägt oder prüft, eine Art Testzentrum zu errichten für einreisende Passagiere. Was kann man dazu sagen? Also ich weiss nicht, wo das dreht war, sicher nicht von der Regierung, weil der Flughafen, der Mare Fair, bitte du mich nachher noch ergänzen, ist ja eigentlich der Bund wie zuständig. Was ich Ihnen aber gesagt habe, ist, dass der Bund im Moment dran ist, zu schauen, wie man mit dem Testen umgehen kann im Hinblick auf den Winter, wie man auch umgehen mit der Quarantäne. Aber im Moment ist es kein Thema, dass man Quarantäne ersetzt durch Schnelltests am Flughafen. A, sind die im Moment noch nicht zugelassen. Und B, haben wir auch Hinweise darauf, dass nicht alle oder von allen Ländern, wo dann die Einreisenden kommen, die Tests auch absolut verlässlich sind. Und wie ich auch ausgeführt habe, ist es dem Regierungsrat das Anliegen, wenn das epidemiologisch möglich ist, dass die Quarantäne verkürzt wird. Aber im Moment ist es ganz, ganz wichtig, weil der Gesundheitsschutz vorgeht von der Bevölkerung, dass man die Massnahmen, die man hat, noch weiterzieht. Also wir selber haben keinen Plan für ein Testzentrum am Flughafen. Ich habe es vorher ausgeführt, wir haben sehr viele Testmöglichkeiten im Kanton. Ja, also vielleicht noch, Herr Stäuble, die Schweiz hat etwas grundsätzlich anderes als Island hat, wo das ja macht. Oder? Island ist eine Insel,
Und es hat, glaube ich, zwei Möglichkeiten, auf die Insel zu kommen. Das eine ist eine Fähre von Nordschottland, das sind nicht so wahnsinnig viele, und das andere ist ein Flughafen in Reykjavik. Viele andere Möglichkeiten gibt es nicht. Die Schweiz ist jetzt ein bisschen anders konstruiert. Also wir haben drei Flughäfen und wir haben grosse Landesgrenzen. Das heisst, wir müssen immer ein System haben, das für alle passt. Und in Quarantäne müssen ja nicht nur die, die mit dem Flugzeug aus einem Risikogebiet kommen, sondern auch die mit einem Car kommen. Da schauen wir sehr drauf, dass wir die auch verwünschen bei den Kontrollen. Aber wir sind selbstverständlich offen, wenn es in ganz Europa eine Bewegung gibt. Wenn ich müsste eine Prognose stellen, würde ich sagen, die Europäische Union muss sich irgendwann mal im Schengen-Raum zu irgendeinem neuen System durchringen, wegen dem Tourismus. Aber das muss wahrscheinlich gesamteuropäisch passieren und nicht von der Zürcher Regierung verordnet. Das sollten wir uns auch nicht überschätzen. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Ja, es ist schon die NZZ zu prominent erwähnt. Man hat auch lesen können, das Gewerbe hätte sich gewünscht, das Ende der Maskenpflicht in den kleinen Läden, in den Detailläden. Hat man das diskutiert und warum hat man da, ist man darauf nicht eingegangen? Also uns geht es vor allem darum, dass wir, wie der Mario Fehr gesagt hat, nicht zu viel Hüst und Host haben. Und wenn Sie Lösungen haben, die an einem Ort Masken erfordern, am anderen nicht, dann ist das ganz schwierig, erstens zum Umsetzen und zweitens für die Bevölkerung zum Verstehen, wo das jetzt was gilt. Also man muss dann, bevor man in den Laden geht, immer zuerst gerade noch genau das Schutzkonzept anschauen. Und darum schauen wir das als logischer und einfacher umsetzbar, aber auch besser nachvollziehbar durch die Bevölkerung, wenn überall die gleiche Regelung gilt. Ja, ich kann nur die NZZ zitieren. Obwohl längst klar ist, dass die Masken in geschlossenen Räumen ein sinnvolles Präventivmittel sein können, scheut die Regierung den Entscheid. Und dann haben wir es gemacht. Und jetzt frage ich zurück, was gilt jetzt? Gut, vielleicht hören Sie das noch mit dem Artikel. Das ist halt einfach so, oder? Die sind auch auf dem Netz. Also der Adenauer hat mal gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Und das gilt für Politiker und bei den Journalisten gilt halt wahrscheinlich, was kümmert mich mein Geschreibsel von gestern? Das ist halt heute alles im Netz, oder? Was wir sagen und was ihr schreibt halt auch. Gut, Sie haben noch eine Frage. Sie haben ja vorher klar gemacht, dass die Maske auch irgendwo durch von der Quarantäne kann schützen. Ja. Erübrigt sich es da nicht, Kontaktdaten in Restaurants aufzunehmen, jetzt, wo man auch dort eine Maske muss tragen? Nein, also eben im Restaurant gilt ja keine Maskenpflicht, sondern es hat sich mehr bezogen, ich kann mich Christiane Meyer, Kantonsärztin, ergänzen. Im Restaurant ist Maskentragen im Kanton Zürich freiwillig. Die Restaurants, die aber zum Beispiel entscheiden, dass das Personal eine Maske trägt, wenn die sich zum Beispiel im Pausenraum nachher auf engem Raum aufhalten, oder? Dann müssen die nicht in Quarantäne. Das tut man immer im Einzelfall anschauen. Der Kanton Waadt hat jetzt, glaube ich, ja, die Maskenpflicht eingeführt, wie das auch im näheren Ausland teilweise der Fall ist, wenn man ins Restaurant geht, bis man sitzt. Das haben wir im Kanton Zürich. An dem hat sich nichts geändert. Und Kontaktdaten sind einfach, dass ohne Kontaktdaten können wir kein Contact Tracing machen. Und darum, wenn wir möglichst viele Freiheiten zulassen, wir haben ja praktisch die volle Freiheit im Kanton Zürich, aber der Preis in dem Fall ist einfach, dass man Kontaktdaten muss hinterlassen. Und es ist, auf der einen Seite haben wir ja in den Läden Pflichten für Masken. Es gibt aber auch Betriebe, die jetzt freiwillig entschieden haben, die Arbeitgeber, dass zum Beispiel ihre Angestellten Masken haben. Und wenn man das eben dann anweisen kann, das ist eben, wir haben einen Fall gehabt, wo im Pausenraum nachher die Leute sehr eng aufeinander waren, wenn es dort einen positiven Fall hat, müssen alle Quarantäne und sonst eben nicht. Vielleicht kann Christiane Meyer mich da noch ergänzen. Ich denke, es ist mehr oder weniger alles gesagt, aber die Kontakte, die beziehen sich natürlich auf Gäste, die am Essen sind. Und Essen mit Maske, das hat man noch nie erfunden. Und deshalb sind für die Kontaktdaten. Und Maske gilt für das Personal, das bedient und zum Teil auch länger nebeneinander hinter der Bar ist oder so. Und dass dort, wenn es jetzt unter einem Personal einen Fall hat, dass dann nicht das ganze Personal in Quarantäne muss. Eigentlich ist aufs Personal bezogen, genau. Haben Sie weitere Fragen? Oh ja, ich fange bei Ihnen an. Wenn dort jetzt ein Vergehen würde festgestellt werden bei einer Kontrolle, wird dann der Anbieter oder die Anbieterin büßt oder die Frau? Ja. Also das Vergehen in Bezug auf was? Gegen Kontakterhebung, die jetzt neu gemacht werden muss.
Willst du antworten? Der Anbietende. Der Anbietende. Also und der Freier, oder? Wie würde das? Kannst du etwas zur Kontrolle sagen? Juristisch oder persönlich? Also es sind juristische Personen und andere, die anbieten und sich nicht daran halten, dass die Kontaktdaten erhoben werden und überprüft werden. Gegen die wird eine Verzeihung erstellt. Und das kann eine Einzelperson sein, aber es kann auch ein Etablissement sein. Genau. Sie haben noch Fragen gehabt? Ja, genau. Ich schreibe, ja, dass beim Profisport sämtliche Gesuche bewilligt wurden. Und meine Frage ist, warum denn im Kulturbereich nicht oder noch nicht? Doch. Die werden einfach im Moment bearbeitet. Man muss zur Ehrenrettung von der Justizdirektion, die sie bearbeitet, sagen, dass im Sportbereich natürlich klare Vorgaben vom Bund sind, oder? Für den Spitzen-Eishockey und für den Spitzenfußball haben wir klare Vorgaben vom Bund und wir haben gar nicht so viele Spieler. Wir mussten im Wesentlichen schauen, sind die Voraussetzungen erfüllt, zwei Drittel, Maskenpflicht, dass wir nur am eigenen Sitzplatz etwas konsumieren dürfen. Wir haben keine Verschärfungen beigeführt. Im Kulturbereich muss man es wirklich dann einzeln beurteilen. Dort ist zum Beispiel das Konzert von der Pegasus im Hallenstadion drin, wo wir das letzte Mal erwähnt haben. Herr Stolp? Noch eine Frage so rund um den Winter. Also die Corona-Dörfer oder die Teststraßen, die sind ja von außen. Die sich testen lassen, die Leute mit Symptomen, die hacken von außen beieinander unter einem Festzelt im Moment, zum Beispiel in Winterthur. Die Frage ist, wie machen wir die Winterfest? Also ist die Idee, dass wenn es minus 5 Grad ist, die Leute weiterhin also krank mit Fieber und so von außen hocken unter 2-3 Heizpilzen? Oder ist man da dran, die Teststraße winterfest zu machen? Also zuerst möchte ich noch einmal vorausschicken, dass 2/3 der Tests von der Hausärztin oder sonstigen frei praktizierenden Ärzten durchgeführt werden. Der Kanton hat aber auch die sogenannten Teststraßen noch finanziell unterstützt. Die werden jetzt teilweise auch noch ausgebaut und sind selber auch daran, natürlich die Konzepte auszuarbeiten. Aber darum auch unser Appell nochmal zum Hausarzt zu gehen, via Ärztefonds koordinieren lassen. Man kann sich auch Termin geben lassen und muss nicht zu der Zeit, wo sonst schon alle anstehen, dann auch noch anstehen. Aber kannst du mich noch ergänzen, Christiane? Sehr gerne. Also auch bei den Teststrassen, wie auch beim Hausarzt, appellieren wir sehr daran, dass die Leute vorher telefonisch Kontakt aufnehmen und Teil haben auch Online-Formular, wo man einen genauen Timeslot überkommt, wenn dass man für den Test vorbeikommen soll. Dass man eben möglichst kurz muss im Zelt vorne dran, in der Kälte und mit vielen anderen muss zusammensitzen. Also das ist wirklich auch ein Aufruf, dass man nicht einfach dran anläuft und sich dann halt eine halbe Stunde hinsetzt, sondern sich einen Termin geben lässt. Auch ist es die Idee, dass die wirklich so symptomatisch sind, wie Sie jetzt beschrieben haben, dass die nicht unbedingt in eine Teststraße gehen, sich testen lassen, sondern zu einem Hausarzt oder wenigstens in ein Hausärztezentrum, wenn sie keinen eigenen Hausarzt haben. Also Teststraßen sind eigentlich mehr für die leicht symptomatischen Personen gedacht. Noch eine Anschlussfrage rund ums Impfen. Der Winter wird es wahrscheinlich Debatten geben über Grippeimpfung und so. Und da zwei Fragen. Die eine, die Belegschaft oder speziell exponierte Leute, bei Ihnen in der Gesundheitsdirektion, also das Pflegepersonal und so weiter. Werden Sie Anpassungen machen bezüglich Impfempfehlungen oder Impfprogramm? Und das zweite ist die Frage, wie sieht es eigentlich mit den kantonalen Angestellten aus? Gibt es Impfprogramm für die Freiwillige? Bieten mit denen Grippeimpfungen an? Was macht man in diesem Winter, wo es jetzt wahrscheinlich sehr viele Diskussionen darum wird geben, ja, oh, okay, ich bin ein bisschen krank, aber nein, muss ich testen wieder? Oder je weniger Leute, die Symptome man hat, desto besser, oder? Absolut. Sie haben da völlig recht. Ich habe jetzt gerade diese Woche mitgemacht an einer Videobotschaft, wo sich als Zürcher Pflegepersonal, die Ärzte etc. richtet, in den Zürcher Gesundheitsinstitutionen, wo ich auch aufrufe dazu, sich doch möglichst gegen Grippe impfen zu lassen, weil es in diesem Jahr eine besondere Herausforderung wird. Also da mache ich mit, zusammen mit Ärzten und offenbar sind da 120 Gesundheitsinstitutionen selber angeschlossen. Aber auch da kann mich Christiane Meier aus medizinischen Aspekten noch unterstützen.
Und wir sind natürlich auch da dran, in engem Kontakt mit dem Bund in der Sache Grippeimpfung, aber natürlich auch in den Vorbereitungen in der Corona-Impfung. Wie es steht um das ganze kantonale Personal, kann ich keine Auskunft geben. Alles schön gesagt. Also, ich denke, eigentlich gilt das, was jedes Jahr gilt. Leute, die selber Risikopersonen sind oder Leute, die mit Risikopersonen arbeiten, die betreuen oder wohnen, also in ihrem engen Umfeld Risikopersonen haben, die sollen sich impfen lassen. Das gilt und da haben wir eben den Aufruf verstärkt, natürlich besonders im Gesundheitswesen, weil es wird eine Herausforderung werden, wenn die Leute krank sind, eben zu unterscheiden, ist es Corona, ist es Grippe, und von dem sind wir froh, um jeden, der nicht Grippesymptome hat und somit dann muss differenziert werden mit dem Test, ob es jetzt doch vielleicht Corona ist. Also der Aufruf einmal mehr und sehr deutlich als Pflegepersonal, dass man sich impfen soll. Und nochmal, gibt es ein freiwilliges Impfprogramm für Beamte im Kanton Zürich? Ja, aber das gibt es alle Jahre. Ah, das ist das Normale. Also das gibt die Impfungen, die zur Verfügung gestellt werden. Man kann sich dort anmelden. Weitere Fragen? Ja, bitte. Mich würde noch interessieren, es gibt ja recht viele Betriebe, die freiwillig geschlossen haben, also Coiffeure, Restaurants etc. Also vor allem in der Stadt Zürich gibt es da mehrere in den letzten Wochen. Haben Sie jetzt irgendwelche Zahlen zu dem und wie ist das juristisch geregelt? Weil, also ich habe einfach bei der Recherche herausgefunden, dass gewisse Kantone Restaurants einfach schliessen, wenn sie angesteckte Mitarbeiter haben. Und im Kanton Zürich habe ich festgestellt, dass eigentlich alles auf freiwilliger Basis abgelaufen ist. Ja, also wenn natürlich der Restaurantbetrieb von sich aus schliesst, muss ja die Gesundheitsdirektion nachher nicht mehr. Aber du kannst vielleicht sagen, ja, also das ist ja auch immer eine Zusammenarbeit. Ich gehe die Schutzkonzepte kontrollieren, wenn wir natürlich wirklich Verstöße feststellen und der Betrieb nicht nachkommt oder eben sich weigert, Schutzkonzepte umzusetzen, Masken, dann kann der Kanton sich Dienst zu einem Betrieb schliessen. Das haben wir jetzt gerade in Winterthur müssen machen. Im Shop, das kommt glücklicherweise aber sehr selten vor. Was aber natürlich kann der Fall sein, wenn das ein kleiner Betrieb ist, wo eben Mitarbeiter alle in Quarantäne müssen, dann müssen sie wie zutun, weil sie ihre Dienstleistung nicht anbieten können. Aber wir schliessen sehr, sehr, sehr wenig Betriebe, weil sich die meisten sehr, sehr vorbildlich verhalten. Ich habe es Ihnen vorher versucht zu sagen, wir haben über 3'000 Kontrollen gemacht und in diesen 3'000 Kontrollen ist etwa bei jedem Vierten hat es irgendeinen Mangel gehabt. Das kann ein kleiner Mangel sein, ein grosser Mangel. Entscheidend ist, ob der den Mangel gemacht hat, nachher bereit ist, den Mangel zu beheben. Und die allermeisten sind das. Das in Winterthur ist jetzt jemand besonders renitenter gewesen, der einfach gesagt hat, ich halte mich nicht an die Regeln. Und wenn jemand sagt, ich halte mich einfach nicht an die Regeln, dann gelten die Regeln halt trotzdem, wie gesagt, die Gesundheitsdirektorin richtig gesagt hat. Und dann wird zugemacht. Herr Brümmer, vielleicht noch wegen Ihrer Frage, wegen der Freier. Wenn der Freier bewusst falsche Daten angibt oder verunmöglicht das Kontakttracing, dann kommt er auch an die Kasse, damit das noch klar ist. Ich möchte noch etwas ergänzen zu diesen Ausführungen. Wo wir am 27. August die erste Verordnung in Kraft gesetzt haben, hat es ja bei vielen Betrieben, also wir hatten einen kurzen Vorlauf gehabt, sehr viele haben wirklich schon sehr vorbildlich das umgesetzt und bei gewissen hat es einfach wie Fragestellungen gegeben, was ist, wenn man zum Beispiel Plexiglasscheiben hat oder gewisse Dienstleistungsbetriebe sind nicht sicher gewesen, sind sie erfasst von dem und haben dann das freiwillig gemacht. Das war eine Übergangsfrist von ein paar Tagen. Und da sind wir absolut pragmatisch, auch alle unsere Ämter, die das machen. Wir sind auch sehr beratend unterwegs. Aber bei denen, die eben renitent sind und sich willentlich und bewusst gegen unsere Massnahmen wehren und sagen, das gibt es bei uns nicht, eben Masken und Schutzkonzept, da gehen wir vor. Das ist auch ein wichtiges Signal gegenüber allen. Eben, ich sage es nochmal, der allergrößte Teil von allen Betrieben und von allen Leuten hält sich so gut an die Regeln. Und es wäre einfach auch nicht fair ihnen gegenüber, wenn wir das Missachten von unseren wenigen Regeln, die wir haben, tolerieren. Haben Sie noch weitere Fragen? Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage zu der Prostitution. Es spricht davon, dass es keine Kurzaufenthaltsbewilligungen gibt mit ausländischen Prostituierten. Stimmt das? Wir haben am nächsten Montag im Kantonsrat eine dringliche Interpellation, die sich mit Fragen rund um Covid und Prostitution auseinandersetzt. Am 7:15 live im Kantonsrat. Es ist im parlamentarischen Anstand gebührend, dass wir alle Fragen, die Prostitution betreffen, dort behandelt und heute Ihnen einfach die Massnahmen vorgestellt hat,
wo der Regierungsrat beschlossen hat. Von dort her freue ich mich, wenn ich Sie am nächsten Montag am 7:45 im Zürcher Kantonsrat sehe. Aber wieso können Sie es jetzt nicht sagen? Weil das eine Frage ist in der Interpellation. So sind einfach die Spielregeln in der Demokratie. Wenn das Parlament einen Vorstoss macht, ist es nicht nett, wenn wir alles schon voran sagen. Aber es ist ja nicht so lang, es ist irgendwie noch viermal schlafen. Das schaffe ich. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Noch einmal zu der Seite 2. Sie haben erwähnt, dass es Plexiglasscheiben sollten aufgestellt werden, je nach Kurs. Also Plexiglasscheiben oder Masken, es geht da wieder um den Personenverkehr und die Vermischung von Personengruppen. Und in diesen Kursen, wo aus verschiedenen Klassen die Schülerinnen und Schüler sich vermischen, dort muss man eine besondere Schutzvorrichtung haben. Eben, das können Masken sein oder Plexiglasscheiben. Also Plexiglasscheiben ist sicher dort eine gute Variante, wo es nur wenig Kursteilnehmer gibt, aber die Schulen müssen das im Einzelfall prüfen. Haben Sie noch weitere Fragen? Also Schüler vermischen, das heisst verschiedene Klassen? Aus verschiedenen Klassen, ja. Okay. Also wie, das ist ja unser Grundprinzip, oder Personengruppenvermischung, und das gilt auch in den Schulen, dass man das versucht zu verhindern. Und überall dort, wo es Verkehrsräume hat, trägt man die Maske in der Sek 2. Und das haben wir jetzt ausgeweitet auf die Kurse, die zwar nicht immer so pumpenvolle Klassenzimmer hat, aber sich doch die verschiedenen Personengruppen vermischen. Haben Sie noch Fragen? Ja, ich habe noch eine zu den 300er-Grenzen in den Clubs. Es hat ja da die Party auf dem Bodensee, oder, wo es eigentlich auch Schutzkonzepte gegeben hätte. Die Masken sind rum gewesen. Es war eigentlich alles so aufgesetzt gewesen, dass es sollte funktionieren. Ja. Aber faktisch hat es überhaupt nicht funktioniert, wie die Bilder gezeigt haben. Die Frage ist so ein bisschen, was haben Sie für eine Abwägung gemacht, dass Sie sagen, ja doch, wir nehmen das Risiko in Kauf, Maskenpflicht in Clubs, das geht. Also es hat intensivste Verhandlungen gegeben von der Volkswirtschaftsdirektion mit den betroffenen Betrieben. Der Bodensee gehört, glaube ich, nicht zum Gebiet vom Kanton Zürich. Die bisherigen Erfahrungen, da kann dann sicher Mario Fehr noch etwas dazu sagen, ist die, dass sich die Betriebe tatsächlich an ihre Schutzkonzepte halten und die auch um- und durchsetzen wollen. Also ist eigentlich, wenn sie es ein bisschen wollen, prosaisch sagen, ist es eigentlich eine Umstellung vom Sommer auf den Winter. Betrieb. Wir haben ja jetzt die Regelung mit den 100 und bis 300 draussen. Und ich glaube, es wird jetzt einfach kälter. Und darum machen wir es gleich mit ihnen, mit Maskenpflicht. Und ich glaube, unsere Erfahrungen, das müsstest du sagen, Bruno, bis jetzt mit den Clubs, ist, dass sie sich also wirklich eine enorme Mühe geben, sich an die Regeln zu halten, nach auch Startschwierigkeiten. Aber jetzt ist wirklich, wir sind einfach nicht Deutschland, Herr Stoiber. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Bei uns machen die Leute einfach mit, weil sie es eingesehen und ehrlich gesagt, wie sie auch weiter wollen, durch den Winter kommen, bis irgendwann dann der Covid-Virus kann besiegt werden. Es ist auch eine wirtschaftliche Überlebensübung für die Club und ich glaube auch darum halten sie sich an die Regeln. Sonst machen wir es zu, oder? Hey, und die halten sich wirklich vorbildlich. Man ist ja fast täglich im Gespräch. Wir wollen ja ermöglichen und nicht verhindern. Aber Ihr Beispiel wäre auf dieser Seite vom Bodensee gewesen? Nein, das ist deutsch. Bodensee, also sind genau. Die Deutschen gewesen? Die Deutschen machen viel mehr Regeln und nachher. Gut. Wir sind Schweizer, hast du eben. Dürfen wir noch weitere Fragen beantworten? Sonst stehen wir Ihnen gerne natürlich bilateral wie immer zur Verfügung. Ich würde somit diesen Teil schliessen und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.